Da habt ihr mich erwischt. Ich musste noch mal schnell was nachsehen und heiße euch aber herzlich willkommen zu meinem Wochentaroskop für die Woche vom 5. bis zum 11. Juli. Mein Gott, wir sind schon wieder voll im Juli. Und ja, ich starte gleich mal, denn wie ihr seht, bin ich auch wieder nicht online. Nach einem kurzen Zwischenstopp bin ich noch mal ein paar Tage weggefahren und habe aber natürlich für euch ein Wochentaroskop dagelassen. Astrologisch gesehen ist auch in dieser Woche, wie schon in der letzten, nicht so wahnsinnig viel los. Aber am 10., am Samstag, haben wir den nächsten Neumond, Neumond in Krebs. Wir sind immer noch in der Krebszeit, ziemlich spät der Neumond dieses Jahr. Und ich habe den passenden Spirit Guide gezogen, nämlich Oracle. Ist das nicht eine coole Karte? Also, mir sagt das, dass wenn ich schon nicht da bin, ihr alle euer eigenes Orakel sein könnt und natürlich sowieso euch immer über eure Karten selbst Gedanken machen sollt. Und auf der anderen Seite sagt mir diese Karte, dass dieser Neumond in Krebs, der Krebs ist ja dem Mond zugeordnet, uns allen helfen kann, noch ein bisschen mehr in uns zu versenken und Antworten zu finden auf Fragen, die ja nicht unbedingt immer mit Worten erklärt werden können und mit Logik, sondern die aus dem Herzen heraus gelöst werden. Eine Zeit also, die kommende Woche, in der wir eher intuitiv handeln sollten, in der wir eher überlegen sollten, was sagt mein Gefühl zu der ganzen Angelegenheit, welche Vorahnungen habe ich, und nicht so sehr darauf achten sollten, was die offensichtliche oder sogenannte offensichtliche Faktenlage uns sagt. Wir alle sind aufgefordert, ein wenig uns mit unserem inneren Hohepriester, mit unserer inneren Hohepriesterin zu beschäftigen. Ja, und ihr seht, dass ich mir gerade hier noch mal ein paar Notizen mache, denn heute traue ich mich wirklich etwas. Ich werde heute nämlich mit dem wunderschönen, aber sehr anspruchsvollen William Blake Tarot legen, das ich wirklich sehr mag. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist nicht so einfach. Doch wenn ich heute besonders intuitiv sein soll, gelingt es mir vielleicht besser als sonst. Und ich schaue mal, welche Nachrichten ich für die einzelnen Tierkreiszeichen bekommen werde. Wie üblich fange ich mit dem Widder an und es geht auch sofort los. Der Widder bekommt die erste Karte und es ist die 7 der Musik, die den Titel Fancies hat. Also, das ist schon mal eine sehr musische Karte. Und ich muss mal kurz gucken, die Musik steht für Path of Love and Beauty, kann also mit den Kelchen in Verbindung gebracht werden. Und ja, die 7 der Kelche, die hattest du letzte Woche nicht, lieber Widder, da hattest du die 9 der Kelche, daran erinnere ich mich noch ziemlich gut. Aber offensichtlich ist jetzt die Zeit vorbei, in der du einfach nur genießen kannst, sondern in der du auch jetzt emotional Entscheidungen treffen sollst. Denn die 7, das ist immer eine Karte, die sagt, es ist an der Zeit, dich für etwas zu entscheiden, dir einen Fokus zu setzen und drauf loszustreben. Das ist ja eigentlich dein Ding, lieber Widder. Du triffst gerne Entscheidungen. Aber in der kommenden Woche, wie ich schon eingangs gesagt habe, gilt es, die eher aus dem Bauch zu treffen als aus dem Kopf. Auch das sollte dir nicht ganz so schwer fallen, denn als Feuerzeichen bist du natürlich sehr impulsiv und intuitiv. Es geht aber nicht so sehr um die Impulsivität, sondern darum, dass schon längerfristig etwas in dir gearbeitet hat und jetzt gelebt werden möchte, um mehr Schönheit,
und Kunst und ja, Liebe in dein Leben zu bringen. Das halte ich für die wichtigste Nachricht für dich für die kommende Woche. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, das umzusetzen. Das ist meine Nachricht für dich. Ja, und damit bin ich beim Stier angelangt. Angelangt ist gut, ist gerade mal das zweite Zeichen des Tierkreises. Und ich habe auch schon eine Karte gezogen, und zwar die drei der Poetry, die drei der Poesie. Und die Poesie, die steht in diesem Deck für Individualität und Enthüllung. Und daher würde ich sagen, ist sie mit den drei der Stäbe gleichzusetzen. Ich muss das noch mal kurz überprüfen. Sensation, Love and Beauty, Intellect and Learning. Ja, also ich würde es mit den drei der Stäbe in Verbindung setzen. Und wir sehen hier auch das I must create a system. Also das erinnert mich sehr an an die Stäbe. Die drei der Poetry, wenn ich sie mir jetzt hier ansehe, mit dem Untertitel Creativity. Jetzt will ich gerade mal überlegen, ob das dann nicht doch die Münzen sind. Habt einen kurzen Moment Zeit, bitte. Verzeiht mir. Über dieses Deck muss ich auch noch mal ausführlicher reden. Music, Poetry, Inspiration, Individuality. Nee, das ist hier, ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, die Stäbe. Verzeiht bitte. Also, die drei der Stäbe, die stehen dafür, dass du aufgefordert bist, deinen Weg jetzt kompromisslos zu gehen. Ich kann mich entsinnen, dass du letzte Woche schon eine Karte hattest, wo es darum ging, etwas Neues zu beginnen. Und sollten dir Widerstände gerade sich entgegenstemmen bei den Dingen, die du gerne umsetzen möchtest, dann sagt die drei der Stäbe, es ist ganz wichtig, dass du den Weg der Tugend gehst und dich nicht abbringen lässt von irgendwelchen ja, Dingen, die andere Menschen dir sagen, die du gefälligst zu tun hast, machen solltest. Sondern nein, da ist etwas, was in dir brennt, was du gerne umsetzen möchtest und woran du fest glaubst. Das ist ein Traum, den du dir erfüllen möchtest und du solltest diesen Traum wirklich leben und dir nicht einreden lassen, dass das unmöglich ist oder dass das keine gute Idee ist. Wer jetzt nicht mit dir geht, der ist sicher nicht dein Feind, aber der ist vielleicht im Augenblick nicht die Person oder der oder die ist nicht die Person, die an deiner Seite mit dir jetzt etwas umsetzen sollte. Habe den Mut, dann zu sagen, okay, ich gehe trotzdem weiter und lass dich nicht davon abbringen, dadurch, dass andere Menschen anderer Meinung sind. Das ist die allerwichtigste Nachricht für dich und ich sehe hier gerade noch I will not reason and compare. My business is to create. Also ich bin nicht davon, ich muss, werde nicht mit Menschen diskutieren oder mich mit anderen Menschen vergleichen, sondern ich werde kreativ sein. Ja, und das ist eigentlich alles, was dazu zu sagen ist. Ich finde, das habe ich ganz gut umrissen. Meine Nachricht für dich, lieber Stier. Die Zwillinge, die tun sich ja ein bisschen schwer mit dem Herzen zu denken. Und ich habe aber eine schöne Karte für euch gezogen, die ich auch sofort identifizieren kann. Die 20 Trumpf 20, der normalerweise Gericht heißt, aber hier Liberty heißt. Und das ist auch eine der ganz wichtigen Bedeutungen des Gerichts. Beim Gericht geht es darum, dass ich ein Gefühl der Befreiung empfinde. Und Liberty, das heißt ja Freiheit. Das heißt, dass ein Zustand, der dich schon lange bewegt,
bei dem du offensichtlich auch Federn gelassen hast, denn nicht umsonst kommt man in ein Gefühl der Freiheit. Man hat sich vorher gefangen gefühlt. Offensichtlich passiert bei dir eine Form von Durchbruch, die kann sehr gut zu Neumond im Krebs passieren. Und dazu fällt mir auch ein, dass jetzt ja wirklich so langsam Endspurt ist mit dem Mondknoten in Zwillinge in deinem Zeichen, also mit dem Thema, was ist mein Lebenssinn, das dich seit Mai 2020 intensiv beschäftigt. Und es könnte gut sein, dass du gerade um den Neumond herum da sehr gute neue Erkenntnisse bekommst, was dir bei dieser Befreiung, bei dem Freischlagen von alten Verkrustungen, alten Denkmustern hilft. Und prinzipiell auch bei allen anderen Themen, wo du gerade merkst, da bin ich ganz schön angespannt und belastet, sagt diese Karte, du hast jetzt bald die Chance durchzuatmen. Eine sehr schöne Karte, wenn es darum geht, mal so ein bisschen wieder Sorgen hinter dir zu lassen. Das, lieber Zwilling, ist meine Nachricht für dich. Ja, und nun zum Krebs, dem weiteren Geburtstagskind und dieses Mal auch gesegnet mit dem Neumond im eigenen Zeichen. Also so ein richtiges Reset-Erlebnis, der Höhepunkt deines Geburtstagsmonats, lieber Krebs. Und da habe ich auch eine sehr schöne Karte für dich gezogen, nämlich die 9 der Of Painting, der Malerei, die mit den Münzen in Verbindung steht und das wunderschöne Wort Fruition, also Erfolg im weitesten Sinne, die Saat, die aufgeht, die Befruchtung, damit verbunden ist. Befruchtung nicht so sehr wie die Ernte nach der Befruchtung und etwas geht auf. Es ist fruchtbar sozusagen. Und die 9 der Münzen ist sowieso eine meiner Lieblingskarten. Und sie sagt, dass du alles erreicht hast, was ein bestimmtes Thema betrifft, was es zu erreichen gibt. Du kannst dich jetzt zurückziehen, das genießen für dich. Natürlich darfst du auch mit anderen zusammen sein, aber es geht erstmal darum, dich selbst zu feiern und dich zu genießen. Zu sagen, hey, mir geht es wirklich gut mit dieser Sache und ich bin froh, dass ich so und so alt geworden bin und dass ich so und so viel gelernt habe und dass ich noch so viel lernen werde. Das, wo ich aber jetzt merke, da habe ich jetzt wirklich genug Energie hineingesteckt, das genieße ich jetzt noch eine Weile und dann lasse ich es los und beginne etwas Neues. Das ist das, worum es sich jetzt hauptsächlich dreht in der Woche. Also für dich ganz wichtig die Nachricht, von was habe ich genug? Von was habe ich Fülle? Und kann es vielleicht anderen Menschen abgeben oder aber auch dafür sorgen, dass jetzt etwas Neues in meinem Leben mehr Aufmerksamkeit erhält? Das passt sehr schön zur Neumondenergie, wo wir immer etwas Neues in unser Leben lassen sollen. Und deswegen denke ich, du wirst schon wissen, worum es geht. Das jedenfalls ist meine Nachricht für dich, lieber Krebs. Damit bin ich beim Löwen angelangt. Natürlich wie üblich sehr neugierig darauf, welche Nachricht ich für den Löwen bekomme. Und ja, ganz süß. Auch eine Erdkarte, Child of Painting, in diesem Falle das Kind der Münzen, der Bube der Münzen und eine Karte, die weiterhin, Venus ist ja immer noch in deinem Zeichen, davon dir viel Lebensfreude verspricht, dir verspricht viel Genuss zu haben, wenn du den Mut hast, neue Dinge in dein Leben zu lassen, ähnlich wie der Krebs. Du bist ja schon einen Schritt weiter als der Krebs. Der Krebs, die Krebsin genießt noch etwas, was sie sich erarbeitet hat, aber du bist gerade dabei, mit den Delfinen zu reiten, Freiheit zu genießen und
Ja, dich wiederzufinden, dein inneres Kind spielen zu lassen, das ist sowieso deine Hauptaufgabe im Leben als Löwe, mit die Arbeit mit dem inneren Kind oder eben die Freude, nicht die Arbeit mit dem inneren Kind. Aber in der kommenden Woche, das ist eine richtige Ferienkarte, solltest du da einen besonderen Fokus drauf legen, dieses Kind spielen zu lassen und nicht zu sehr in Arbeit und Nachdenken verstrickt zu sein. Denk an die Spirit Guide Karte, die ich gezogen habe. Eine wirklich schöne Karte, lieber Löwe. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffentlich Urlaub in der Woche. Und ja, das ist eigentlich meine Nachricht für dich. Damit bin ich bei der Jungfrau angelangt und wünsche mir natürlich auch für die Jungfrau eine verspielte Karte, die arbeitet auch immer so viel und habe, naja, nicht so ganz so eine verspielte Karte gezogen. Error ist das Blake'sche Äquivalent zum Teufel und Error halt im Sinne dessen, dass wir, wenn wir in einer Teufelssituation sind, oft in uns in etwas verrennen, was uns nicht wirklich gut tut und wo wir vielleicht auch die Reißleine ziehen sollten. Der Teufel, liebe Jungfrau, warnt dich davor, dich nicht auf jemanden oder Situationen einzulassen, bei denen du aus dem Bauch heraus, denk dran, wir haben die Oracle-Karte als Wochenkarte, bei denen du aus dem Bauch heraus eigentlich weißt, das ist nicht gut, das sollte ich nicht tun. Ja, da habe ich kein gutes Gefühl dabei, sondern zu sagen, nein, danke. Ich mache was anderes stattdessen. Ich habe gerade mir endlich Queen's Gambit, das Damenspiel oder wie es auf Deutsch heißt, angesehen. Und Damen Gambit heißt es, glaube ich. Und da kann man sehr schön die Versuchungen des Teufels nachempfinden, wenn man sich diesen Film anguckt. Also widerstehe Dingen, die dir einfach nicht gut tun. Das soll dich aber nicht davon abhalten, trotzdem auch mit Sachen zu experimentieren, die du nicht kennst, weil wir müssen alle über Trial and Error, über Ausprobieren und Irren unseren Weg durchs Leben gehen. Aber in der kommenden Woche würde ich ein bisschen vorsichtiger sein, mit wem ich Pakte schließe. Und vielleicht auch mir überlegen, ob es nicht die eine oder andere Verstrickung gibt, die ich tatsächlich nicht mehr brauche und dann mich daraus lösen. Das halte ich für eine wichtige Nachricht und ich hoffe, du nimmst sie wahr, liebe Jungfrau. Das jedenfalls ist meine Nachricht für dich. Die Waage ist an der Reihe und ich bekomme endlich etwas zu trinken. Und bin schon wieder ganz bei der Sache, liebe Waage. Und auch für dich, das gibt's nicht, die Karte hatte ich letzte Woche schon für dich. Aus einem anderen Deck, ja, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Für dich, liebe Waage, hatte ich letzte Woche den Narren gezogen und auch diese Woche ziehe ich ihn für dich mit dem Untertitel Innocence. Und anders als in vielen Decks, finde ich es ganz spannend, fällt hier der Hund von der Klippe runter und der Mann, der steht noch oben. Das sagt mir, dass du in der kommenden Woche, wenn du letzte Woche schon nicht losgelassen hast und deinen Trieben, Instinkten, deiner Risikobereitschaft gefolgt bist, jetzt wirklich, wirklich, wirklich dran bist, dies zu tun. Wo gilt es, über die Klippe zu springen, den Mut zu haben, etwas Neues zu beginnen, ein Wagnis einzugehen? Einen von den vielen Männern, die du hast, zu verlassen oder alle, um nicht auf einen zu stürzen, zwischen zwei Jobs dich zu entscheiden, dich auf etwas festzulegen. Das scheint etwas zu sein, was in der kommenden Woche und anscheinend schon länger für dich dran ist. Also hab den Mut, jetzt mal hier einen Neuanfang zu wagen, bei welchem Thema du auch gerade bist. Das ist wichtig für dich, sonst würde ich nicht zweimal hintereinander dieselbe Karte ziehen.
Neuanfang, hallo, ich komme. Das ist dein Motto für die kommende Woche. Meine Nachricht für dich, liebe Waage, auf geht's. Und damit bin ich beim Skorpion angelangt. Und für den Skorpion habe ich auch eine Münzkarte gezogen. Die 7 der Münzen. Ich erinnere mich auch hier an die Karte, die ich letzte Woche hatte, nämlich die 6 der Münzen. Das heißt, wir haben hier einen Schritt weiter und diese Karte heißt Geduld. Ich habe dir letzte Woche gesagt, es geht darum, sich mit Geben und Nehmen zu beschäftigen und im Idealfall hast du das in Einklang gebracht in dir. Und nun kannst du, um welches Projekt es auch geht, ob es was ist, was du alleine machst oder mit anderen zusammen, jetzt geht es darum zu sagen, ich habe alles getan, was ich tun konnte für den Augenblick und ich lasse es jetzt ruhen. Ich nehme davon Abstand, wende mich vielleicht einer anderen Sache zu und mache da jetzt erstmal nichts, auch wenn es mir unter den Nägeln brennt und ich ungeduldig bin. Die 7 der Münzen, Painting, ruft einen dazu auf, geduldig zu sein. Das ist ja auch der Name der Karte. Auch, und das ist meistens der Fall bei einer 7, wenn wir wirklich wollen, dass das sich endlich auflöst. Je geduldiger du bist, je weniger du darauf drängst, dass die Dinge sich entwickeln, umso schneller wird es gehen. Das kann ich dir versprechen, lieber Skorpion. Und das ist meine Nachricht für dich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und mach doch einfach was Schönes in der kommenden Woche und nicht so viel Dinge, von denen du denkst, dass sie wichtig sind. Okay? Meine Nachricht für dich. Damit bin ich beim Schützen angelangt und für den Schützen werde ich sicher auch wieder eine sehr schöne Karte ziehen. Ich habe den Eremiten gezogen und zwar mit dem Untertitel Imagination, auch eine sehr schöne Darstellung des Eremiten. Vor allem das Leuchtende dieser Karte gefällt mir unglaublich gut. Ich lege es noch mal ein bisschen mehr hierher. Also Betonung hier bei diesem Eremiten liegt gar nicht so sehr darauf, dass du in dich gehst und dich in dich versenkst, sondern dass du mit deinem Wissen vorangehst und andere in deinen anderen dein Licht spendest, damit sie dir folgen können. Also wenn das nicht eine Schützekarte ist, dann weiß ich nicht was. Offensichtlich hast du gerade eine sehr gute Möglichkeit, andere Menschen für das zu begeistern, was dir am Herzen liegt. Und das würde ich auch unbedingt tun. Dennoch, es kann nicht schaden, dass du in der kommenden Woche ein bisschen bei dir bleibst, ruhig bleibst. Und vielleicht auch den Neumond im Krebs dafür nutzt, mit alten Dingen abzuschließen und eine neue Energie für dich zuzulassen. Das jedenfalls würde ich als eines der wichtigsten Themen für die kommende Woche sehen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, andere Menschen zu begeistern, mitzunehmen auf deine schützigen Reisen. Das ist etwas, wie gesagt, was dir wirklich gut liegt und worin du sehr, sehr gut bist. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, viel, viel Glück. Der Steinbock kommt an die Reihe und ja, ohne weiteres Erzählen ziehe ich eine Karte. Der Krebs-Neumond ist natürlich auch interessant für dich. Und ich habe für dich auch gleich eine Anfangskarte gezogen, nämlich das Ass der Poesie, das Ass der Stäbe. Also eine Karte, die sagt, jetzt mit diesem Neumond, nachdem der Vollmond im Steinbock auch hinter mir liegt, kann ich richtig gut durchstarten mit etwas Neues erleben und meine ganze Energie und Leidenschaft in ein neues Projekt werfen. Eine Karte, die dir
wenn du gerade im Urlaub bist, versprichst, dass du wirklich gut auftanken kannst, dass du inspiriert bist, Neues, Wunderschönes zu erledigen. Und wenn du arbeiten musst, dann gehst du auch mit mehr Lebensfreude und Tatkraft dran, als du das vielleicht in den letzten Wochen und Monaten leisten konntest. Also wirklich eine Karte, die sagt, yay, ich kann endlich etwas Neues machen. Und wenn es nicht um die Arbeit geht, sondern um die Liebe, dann ist das eine sehr leidenschaftliche, lustvolle Karte, die die Venus im Löwen, die ja auch, nein, die ist gar nicht für dich so gut. Ich nehme es zurück, Verzeihung. Aber die Venus im Löwe, die unterstütze ich jetzt einfach trotzdem, weil die kam mir gerade. Und es geht einfach darum, Leidenschaft im beruflichen und im privaten zu leben und da vielleicht bei beiden auch auf Neuanfänge zu setzen. Das, mein lieber Steinbock, ist meine Nachricht für dich und ich hoffe, sie gefällt dir. Ich finde, ihr Zeichen da draußen, ihr konntet euch jetzt eigentlich nicht klagen über das, was ich jetzt so gezogen habe. Hoffentlich nicht beklagen kann sich auch der Wassermann. Und ha, ich, gut, hätte ich es mal nicht gesagt. Ich habe eine Karte gezogen, die jetzt nicht die allertollste ist, aber es ist endlich mal eine Schwerterkarte, die 5 der Science, die 5 der Wissenschaft. Die ist dem Wassermann zugeordnet, also die 5 der, nicht der Wissenschaft, sondern die 5 der Schwerter. Und sie sagt, dass du an einem Punkt angekommen bist, wo du erkennen musst, dass bestimmte Dinge, von denen du eigentlich möchtest, dass sie funktionieren, dass sie nicht funktionieren. Und jetzt erinnere dich nochmal, was die Eingangskarte der Spirit Guide für diese Woche war. Es war nämlich nicht die Probleme zu lösen durch Denken, wie das bei der 5 der Schwerter gerne gemacht wird und nicht funktioniert, sondern aus der Emotion herauszulösen, aus dem Gefühl herauszulösen. Und du, ganz besonders du, bist in der kommenden Woche aufgefordert, eben Sachen, von denen du gerne möchtest, dass sie umgesetzt werden, dass sie Wirklichkeit werden, nicht durch abstraktes Gedankenspiel ja, anzugehen, sondern zu sagen, ich fühle, diesen Weg muss ich gehen und das dann auch zu tun. Das ist das, was für dich wirklich, wirklich wichtig ist in der kommenden Woche und ich bitte dich sehr, den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Meditation ist gut für dich und ja, einfach das Bauchgefühl üben, dann wirst auch du eine schöne, gute Woche haben. Aber wenn du jetzt wirklich nur denkst, 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 dann kriegst du so einen langen Bart wie der Manda und das willst du nicht. Das sieht nicht so gut aus. Entschuldige, lieber Wassermann, meine Nachricht für dich. Als letztes sind natürlich wieder die Fische dran. Ich hoffe, euch gefällt das Deck. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Muss mich da halt noch ein bisschen mehr drauf einlassen und habe gleich mal alle Karten fallen lassen. Super gemacht. Auch für dich, liebe Fische, liebe Fischin, lieber Fisch, gibt es eine 5 und zwar die 5 der Poetry, die 5 der Stäbe und die hat denselben Titel, wie sie sonst auch hat, nämlich Strive, Streben. Und ich finde, auch wenn sie dem Löwen zugeordnet ist, diese Karte, sie ist sehr fischig. Es geht nämlich darum, wie es eigentlich bei allen Fünfen geht. Das gilt auch nochmal für dich, lieber Wassermann, einem Ruf zu folgen und nicht aufzugeben, auch wenn es gerade etwas anstrengend zu sein scheint. Hier auf dieser Karte sehe ich einen Blitz der Erleuchtung, der Menschen mit sich zieht oder eben dafür sorgt, dass sie nicht vorankommen. Und ja, ich finde diese Karte wirklich sehr, sehr interessant und habe den Eindruck, dass es für dich darum geht, das, was wir eigentlich als Aufgabe haben, als Fische, nämlich Vertrauen zu entwickeln und uns auch blind fallen zu lassen, wirklich mal zu praktizieren. Der Neptun ist jetzt rückläufig.
Jupiter ist jetzt fast schon wieder aus den Fischen raus und dennoch sind wir aufgerufen zu sagen, okay, das, was ich in den letzten Monaten dank dieser beiden Planeten gefühlt habe, was mich inspiriert hat, ich werde es umsetzen, auch wenn ich diese Hilfestellung nicht mehr habe. Ich lasse mich fallen und mit Vertrauen hoffe ich darauf, positiv hoffe ich darauf, dass ich dahin komme, wo ich hin will. Und das war jetzt eine sehr mystische Nachricht, aber ihr Fische, ihr versteht mich schon, da bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall ist das meine Nachricht für euch und für mich. Und ich versuche das jetzt auch. Ich sitze ja gerade im Urlaub noch und nächste Woche bemühe ich mich aber wirklich, wirklich wieder live hier zu sein, damit ihr wieder mit mir interagieren könnt. Ich mache das auch wirklich viel lieber mit euch, als hier alleine rumzusitzen. Aber auf der anderen Seite ist es, jetzt geht mir alles kaputt, ist es die einzige Möglichkeit, euch gerade eine Nachricht zukommen zu lassen. Habt eine wunderschöne Woche, genießt sie. Ich hoffe mit viel Sonnenschein und nicht zu heiß. Und wir sehen uns dann in einer Woche, nehme ich an. Bis dahin alles, alles Gute. Ja, habt eine tolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.